Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück bei Nickfrei zockt Fußball Manager 13 im Mikromanagement. Wir sind hier bei Werder Bremen in der ersten Bundesliga und nach meinem kleinen Urlaub von anderthalb Wochen, ja, wo ich mal kein YouTube gemacht habe, ist das hier, wie soll ich sagen, so wie, was wollte ich machen? Genauso komme ich mir vor, wie, was wollte ich eigentlich machen? So, auf geht's, auf jeden Fall schon mal Bandenwerbung. Die müssen wir mal verhandeln. Wir brauchen Kohle. Kohle ist immer wichtig. Fußball lebt von Geld. So, wir wollen die Anzahl erhöhen. Wir wollen die Laufzeit senken. Wir wollen die Summe erhöhen. Irgendwas davon. Okay, klappt nicht. Wir unterschreiben. So, 24 freie Banden haben wir noch. Hier unten haben wir es eingekauft. Das ist mit die schlecht bezahlteste Bande, aber Scheibenkleister ist doch egal. So. Was haben wir sonst noch zu tun? Die sind alle schlecht gelaunt. Ich nicht. Ich bin richtig gut gelaunt. So. Oh, genau. Wir hatten mit Mongil und mit Amad hatten wir irgendwie Leute eingesetzt, die gucken sollten. Und die sagen, dieser Mongil, der wird 9,7 noch was kosten und der wird 8, noch was kosten. Ja, was machen denn unsere Transfers eigentlich? Ich habe keine Ahnung, mit wem verhandeln wir denn? So, Brödel wollen wir verkaufen. Rüdiger, so ein bisschen alles mögliche. Geh nicht nach Hamburg. Geh nicht nach Hamburg. Es ist ein Problem in Hamburg. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, dieses Wochenende in Hamburg. Ich bin entsetzt. Ich bin wirklich entsetzt. Ich bin wirklich entsetzt. Also ich bin maßlos entsetzt. Ja. Der Vorstand vom HSV hat sich beraten, ob man den Trainer entlassen soll. Vielleicht sollte der Vorstand vom HSV mal drüber nachdenken, zurückzutreten. Ja, weil die haben Trainer, die gut sind, die nachgewiesenermaßen gut sind. Nur irgendwer muss ja die Spieler mal gekauft haben und das waren mit Sicherheit nicht die Trainer. Und die Trainer können aus diesen Spielern nur das rausholen, was die Spieler können. Und da nutzt es auch nichts, wenn Van der Vaart auf dem Platz rumrennt. Abgesehen davon, dass der ja auch schon die besten Tage eigentlich hinter sich hat und langsam Richtung Rente geht, also Fußballerrente. Aber ich meine, versteht mich nicht falsch, ja? Hamburg hat ein paar Spieler auf dem Platz, die, ja, wie soll ich das am besten ausdrücken? Irgendwer muss die ja gekauft haben. Und wenn dann ein Trainer wie Marwijk oder wie der Fink davor, die international ja schon ein bisschen was bewegt haben. Ich meine, dass man mit Basel immer wieder Meister werden ist zwar nicht die Kunst, aber ich meine, der hat ja auch in der Champions League nicht gerade schlecht gespielt mit Basel. Wenn der das nie schafft, aus der Mannschaft das rauszuholen, was die Bundesliga braucht, dann sind die Spieler halt nicht in der Lage. Ich glaube weniger, dass es am Trainer lag. So, deshalb kleiner Umweg, kleine Abschweifung. Tja, ich weiß nicht, was soll man da sagen? Ich bin da immer schockiert. Ich gucke da die Nachrichten und denke so, what? Der Vorstand berät darüber, den Trainer zu entlassen. Haben die den nicht gerade erst eingestellt? Ich meine, immer auf die Trainer. Irgendwer muss doch die Spieler gekauft haben. Das ist immer so mein Credo dabei. Ich sage immer, feuert doch mal den, der die Spieler einkauft. Feuert doch nicht immer den, der die Spieler trainieren muss. Vielleicht kauft ja ein andere Spieler und dann geht's vielleicht nach vorne. So, gucken wir mal hier. Der ist verletzt, das ist nicht gut. Das sieht alles gut aus. Ja, was wollte ich eigentlich machen? Ich habe völlig einen Überblick verloren. Ich hatte jetzt anderthalb Wochen den Fußballmanager nicht an. Ich muss mir erstmal wieder einlernen, welcher Knopf hier was macht. So, wir haben unsere Mannschaft eigentlich auf dem Blatt stehen, glaube ich. Passt eigentlich soweit. Ja, ich bin gerade am Überlegen. Dann haben wir überlegen, ob wir einen von den Jungs da vom Malaga ein Angebot machen. Ich meine, Mongil ist schon nicht, der war glaube ich nicht schlecht und Amad auch nicht. Wir bräuchten noch einen starken Innenverteidiger.
Wir warten ab, was das Scouting ergibt. So, Privatbereich, wir gehen mal Marathon trainieren. Was macht die Familie? Alles noch happy wie am ersten Tag. Kohle haben wir auch noch auf dem Konto, alles bestens. Dann gehen wir mal langsam vorwärts Richtung Pokalspiel, würde ich mal sagen. Haben wir im Trainingsplan schon eingestellt. Nicht, dass ich jetzt ein scheiß Training mache vom Spiel. Ja. Ich will nur wissen, ob er kommt. Der andere Kram interessiert mich alles nicht. Was? Der ist wieder fit. Das freut mich für ihn. Was macht uns Training? Haben wir Trainingsplan? Kein Trainingsplan eingestellt. Das ist ein Drama. Wir haben keinen Trainingsplan eingestellt. Ich bin, was das angeht, das ist voll verpeilt gewesen. Von meinem Urlaub. Und ihr merkt, ne, ich bin geistig wieder, ich bin wieder ein bisschen erholter und ich mache mir wieder Gedanken, was meine Mannschaft hier so tut. Ich glaube, die hatten wir automatisiert, oder? Die Jungs. Den Torhüter hatten wir auf jeden Fall automatisiert. Das passt. Trainingsgruppen sollten eigentlich auch passen. Das ist eingeschaltet, das ist gut. Ja gut, dann trainieren die jetzt mal alle, was sie trainieren sollen. Und wir bewegen uns mal Richtung Pokalspiel. Ich hoffe ja, dass sie das schaffen. So, was haben wir hier? Scoutbericht. 5 neue Spieler beobachtet. Der hat 12 Spieler beobachtet. Der will mir schon wieder die Hilfe anbieten, die ich nicht will. Ich will keine Hilfe. So, Transfermarkt schließt in 2 Wochen. Ja, 2 Wochen haben wir nur noch Zeit. Wir müssen Gas geben, wenn wir jemanden verpflichten wollen. Und es gibt irgendwie, gibt's was? Ah, Jugendspieler entdeckt. So, was kann der? Ja, nur 3 Sterne. Kann Ball halten. Harter Spieler, Einzelspieler, ehrgeizig. Flanken, 56. Aber nur 3 Sterne. Der zieht einen Schnitt runter. Nee, den wollen wir nicht. Ja, deshalb kam auch der mit 3 Sternen. Ah, wie ich's hasse. Da hat die Liga wohl angefangen. Wir haben 1-7 verloren. Wir haben ja auch keine Spieler auf dem Platz. So, die Liga hat noch nicht angefangen, aber wir haben Jugendspieler dazu gekriegt. Das heißt, der Jugendtrainer hat aufgefüllt und ihr seht, wo das Problem liegt, wenn der Jugendspieler auffüllt. Es kommen viele Leute und viele davon haben kein Talent. So, den schicken wir nach Hause. Warum wird der jetzt aufgestellt? Sag mal, irgendwas. Ich klick den nur an und schwupp steht er auf dem Platz. Wollen die mich veräppeln? Ja. Was machen wir mit dem? 16 Jahre. Nee, ich hatte ja gesagt, eigentlich, ich will hier mindestens 3,5 Sterne. Wir machen weiter mit unserer, wir kündigen alles Jugendarbeit. Ohne Gnade. Wer nicht die nötigen Talentsterne hat, der geht. Und das sind eigentlich alle. Dann steigen wir mit der Jugendmannschaft halt ab. Ist mir völlig egal. Ich will lieber eine gute Jugendmannschaft. Und ich plane auf lange Sicht. Also ich meine, wenn die mal absteigen oder so, wenn die dann nur noch zweite Jugendliga spielen oder... Ich brauche den kurzfristigen Erfolg diesmal nicht unbedingt. Wir sind hier 3 Jahre, wir haben genug zu tun. Ich baue lieber eine anständige Jugend auf, dann haben wir länger was davon. Können wir fast in der 3. Saison alle Lücken, die wir haben, können wir aus der Jugend auffüllen, wenn wir es richtig anstellen. Und deshalb... Hier konsequent alles nach Hause, was keiner 3,5 Sterne hat. Und deshalb geht auch hier der Torhüter. Ja, wir haben ja hier gute Leute. Auch ihn hier, Innenverteidiger, sehr schön. Es kommt mir gar nicht mal so auf die Spielstärke an. Es kommt mir nur auf die Talentsterne an.
Und der Rest, der geht wieder heim. Die schmeißen wir alle wieder raus. Tja, so ist es im Fußballgeschäft. Hast kein Talent, wirst du weggeschickt. Ist ja auch Marco Reus so gegangen, ne? Der ist ja völlig talentfrei, wie jeder sieht. Und deshalb hat ihn Dortmund damals weggeschickt. Deshalb mussten sie ihn später auch für, ich glaube, 17 Millionen wieder kaufen. Weil sie festgestellt haben, sie haben sich geirrt. Der hat doch Talent. Ja, Fußballgeschäft eben, ne? So, wo balanciert uns das hin oder wo bringt uns das hin auf Platz 22 national? Ist ja immerhin schon mal was. Ich meine, gut, wir verlieren halt. Das ist das Problem, dass wir verlieren. Wenn wir verlieren und dann sind die nicht so happy da mit uns. So, dann brauchen wir für den Jungen natürlich auch noch hier die Einstellungen. Oh Gott, der braucht Sonderbewachung, Sonderbetreuung, Entschuldigung, nicht Bewachung, Sonderbetreuung und alles drum und dran. Und für Flanken muss er natürlich hier von jemandem geschult werden, der bei Flanken gut ist, wie zum Beispiel von Elia. Ich glaube, der ist gar nicht gut bei Flanken. Der lernt das, glaube ich, selbst. Aber er ist auch besser wie der Gültekin. Tja. So ist das. Und dann haben wir hier auch noch einen neuen dazu gekriegt, nämlich einen Innenverteidiger. Und der braucht natürlich, oh, der ist professionell und baut das Spiel auf. Durchschnittlich. Es trainiert der Robustheit. Ja, da können viele mithalten. Da würde ich sagen, dann nehmen wir einen Verteidiger wie den Barkfrede. Der dürfte da recht gut sein, was die Robustheit angeht. Und dann wird das alles schon passen. So, haben die auch alle wieder Mentoren. Dann hoffe ich, dass das alles gut geht. Transfermarkt schließt. So, Scoutbericht. Das abschließen. Dann gucken wir mal hier in Scouting rein. Wie lang dauert es denn noch? Noch ein Tag und dann ist der Mongil gescoutet. Dann wissen wir alles über den. Haarfarbe, Schuhgröße. Dann haben wir echt alles von dem. Ja, wir haben hier einen Scout, der nichts zu tun hat. Was machen wir mit dem? Scouts nichts zu tun haben, scouten das Blickfeld und wir müssen zusehen, dass wir das Blickfeld ein bisschen auffüllen. Würde ich mal so sagen. Wir machen mal einen Tag weiter. Bin es nicht mehr gewohnt, so lang zu sprechen und so viel zu sprechen. Ich werde schon wieder heißer. Unglaublich. So, Kaufangebot hier für Daniele Martinetti. Wer ist denn das? Der spielt bei uns in der zweiten und den will jemand kaufen. Zweite Mannschaft, Daniele Martinetti, der hat einen Vertrag bis 2018. Und warum sollten wir den verkaufen? Wir brauchen den doch für die zweite Mannschaft. Keine Ahnung. So, da haben wir abgeschlossen. Das sind 73er Innenverteidiger, 24 Jahre alt. Gucken wir uns das jetzt gleich nochmal hier an. Jetzt habe gerade mal noch im Jugendscouting geguckt. Ich muss da nämlich aufpassen, wann wir denn da loslegen können. Ja, da würde ich sagen, da ist ja fast der Armat der bessere Spieler im Vergleich hier zu Mongil, weil obwohl von der Stärke her ist der 75 und der 74. Der ist 74 Grundstärke und Mongil ist 75 Grundstärke. Wegen dem Boni und so weiter. Hier werden nämlich 2 Punkte abgezogen, deshalb hat er normal 75. Und der hier, der hat ja plus 2, weil er glücklich ist. Pow! Können wir einfach den nehmen. Oder der käme. Das wäre ja, das wäre noch das Allerbeste, wenn der käme. Ich frage mich nur, warum er nicht kommt.
dachte, er will. Jetzt will er doch nicht. So, dann machen wir dem Guten ja noch ein Angebot. Bin ich mal gespannt, was für 13,5 Millionen hatten wir den mit Malaga gekauft? Hat 4 Spiele gemacht für uns in Malaga damals. Ja, sind wir mal gespannt, was sie so wollen. Der Verein will den Spieler abgeben. Ach, die wollen den verkaufen. Das trifft sich gut. Wir brauchen einen. Wenn ihr den verkaufen wollt, wir brauchen einen, dann würde ich sagen, bieten wir euch mal 9 Millionen. Mal gucken, ob ihr den abgebt. Wahrscheinlich hätte ich sogar noch weniger bieten können. Schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. So, Angebot für Mongil. Ich weiß gar nicht, wie man den so ausspricht. Ich sag's einfach immer so in meinem. Und dann sind wir schon am Verhandeln. So schnell geht's. Vertrag läuft aus, 9 Millionen. Zack, hätten wir wahrscheinlich noch mehr Geld sparen können. Tja. Tja, wenn ich abgeneigt. Ja, der ist ja noch begeistert. Wir waren ja Trainer von ihm. So, 3 Jahre, 2,5 Millionen, hört sich für mich alles brauchbar an. Hört sich echt brauchbar an. Und gut, Stammplatzgarantie. Mal gucken, ob wir ein bisschen Wettbewerb streuen können. Auf jeden Fall machen wir ihn zu einem besseren Spieler, weil für den hatten wir ja noch Trainingsziele eingestellt. Das heißt, er wird besser. So. Wieso Handgeld? Handgeld gibt's nicht. Wir bezahlen den 9 Millionen Ablöse. Wieso gibt's Handgeld? Hä? Der Vertrag läuft aus. Will der Handgeld? So, feste Ablöse machen wir rein, so viel wie geht. Habt ihr das übrigens gehört? Das ist mit Götze und so, ne? Haben sie auch so gemacht, Götze, ne? So ganz viel Handgeld, also ganz feste Ablösesumme. Dann haben sie unten gesagt, okay, wir wollen 10% beim Verkauf. Es regen sich alle drüber auf, dass er die 10% gekriegt hat, dass er 3,7 Millionen bekommen hat, weil er nach München gewechselt ist. Ja, Entschuldigung, wenn ich das so in den Vertrag reinschreibe, dann ist das halt so, ja. Sage ich jetzt mal ganz naiv. Also wer sich darüber aufregt, hat noch nie Fußballmanager gespielt. Da ist es gang und gäbe, dass man das macht. So, zu Null Prämie machen wir 2500, wenn die zu Null spielen. Außerdem Meisterprämie kriegst du 100.000, wenn wir es schaffen, Meister, nein, eine Null zu viel. Kriegst 100.000, wenn wir es schaffen, Meister zu werden, und einen Ligaspielbonus gibt's dafür nicht. Dafür kriegst du noch 4000 Auflaufprämie. Heißt, wenn ein Auflauf ist, kriegst du Prämie. Nee, Quatsch. So, also feste Ablöser, 48,5 Millionen. Mal gucken, ob er da drauf positiv reagiert. Und 2,5 Millionen bezahlen wir. Ich würde sagen, gucken wir mal, was geht. Ja, 2,5 Millionen gehen schon. Bin ich mal gespannt, wenn der annimmt. So, der wechselt zum Hamburger SV. Tschüss, mach's gut. Wir verhandeln mittlerweile mit einem anderen Spieler, der ist eh besser wie du. Besser als du. Ich muss Deutsch lernen. Als du. Wieso bin ich denn schon wieder abgemeldet da oben? Ah, das ist doch echt, das ist ein Krampf. Das habe ich gehasst am Fußballmanager 13. Immer dieses Anmelden, Abmelden, Disconnect, nicht Disconnect, alles drunter und drüber, alles Schandgleister. Das fand ich am 14er besser, aber der will ja nicht mehr. Tja, falls der hier irgendwann abschmiert, ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, wir haben ja auch die Musik aus, um die Lags eben wegzukriegen. Aber wenn der hier irgendwann abschmiert, ich glaube, dann bin ich durch mit dem ganzen Thema, ja. Ich glaube, da machen wir einen Strich drunter. So, nichtsdestotrotz, wir sind hier noch voll dabei und ja, wenn ich einen Tag weiterklick, dann haben wir schon den Pokalspieltag und damit geht auch offiziell die Saison los. So, 9 Millionen haben wir uns geeinigt mit Malaga, was viel zu viel war, und jetzt will der nachverhandeln und dem passt das Geld nicht. Ich krieg die Krise. Stammspieler. 100.000 mehr. Angebot unterbreiten. Ja, Kapitäne der Liga. Wir haben den schlechtesten in der Liga.
Wow, jetzt geht's ab. Da gibt's ganz viele Mails und ich glaube, wir kommen nicht mehr zum eigentlichen Spiel. So, Schulungszentrum, das ist fertig geworden. Was ist eigentlich mit diesem blöden Obelisken? Der geht mir auf den Zack hier, der Obelisk. So weit wie möglich abreißen. Zack, weg damit, Kohle ja. Da die Fahne, die. Abreißen. Unterhaltskosten. 625 € Unterhaltskosten im Monat dafür, dass wir eine Fahne da rumstehen haben. So weit wie möglich runter damit. So ein Mumpitz bauen die hier auf. Ja, ich bin gerade am Überlegen, was wir hier noch machen können. Wir bräuchten eigentlich hier das Schulungszentrum. Ah, wir haben zwei Bauaufträge. Okay. So, dann kommt hier der tolle Pokalspieltag gegen Havelse, TSV Havelse 1912. Und das ist deutscher Pokal. Und ja, da bin ich mal gespannt, wie da die erste Runde abläuft. Osnabrück spielt gegen Dortmund und Götze ist scheinbar noch bei Dortmund. Okay. Aber es gibt ganz viele Mails und die behandeln wir noch, die bearbeiten wir noch und dann gucken wir mal. So, Brödel ist weg. Super. Wir kriegen ein Problem. Die Liga startet und wir haben keine Verteidiger mehr. Saisonvorschau ist verfügbar. Fanartikel bereits zur Markteinführung. Nee, da sind wir glücklich mit, was wir momentan haben. Null Spieler wurden aktualisiert und sie haben einen Jugendspieler entdeckt und ich bin gespannt, was der so drauf hat. Wie drei Sterne? Wieso denn schwindelt wieder nur drei Sterne? Nein. Schon wieder alles zugemüllt. Deshalb gibt es nur drei Sterne, weil schon wieder alles zugemüllt. Irgendeine Mannschaft wieder gespielt. Ist wieder alles zugemüllt. Mit jeder Menge Nicht-Talente. Ich gucke da nur auf die Talentsterne. Und schickt da einfach jeden heim, der nicht dreieinhalb hat. Ich kenne da nichts. Da sehe ich gar nicht ein. So, nach Hause schicken. Und den da tun wir auch noch nach Hause schicken. So, und der hier braucht einen anderen Mentor. Warum denn? Wieso trainiert er jetzt Flanken? Du bist doch Rechtsverteidiger. Rechtsverteidiger braucht keine Flanken, außerdem ist das deine Stärke. Du brauchst Robustheit. Und dann passt auch der Mentor wieder. So. Ein Drama. So, nach Hause schicken. Schicken, 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 schicken. Ich finde, das ist, naja. Gut, es ist ja wahrscheinlich auch nicht gewünscht, dass man das so macht. Das gebe ich hier offen zu. Andernfalls hätte man es so machen können. Also eigentlich fände ich es ganz praktisch, wenn man einfach alle markieren könnte und könnte dann sagen, die alle nach Hause schicken. Aber ich vermute mal, dass man das gar nicht will, was ich hier mache. Ich vermute mal, dass das sowas ist wie ein Exploit dem Spiel gegenüber. Ich versuche hier die Spielmechanik auszunutzen, zu meinem Vorteil. Aber gut, es ist ja, die Spielmechanik lässt zu, deshalb ist das bei mir ein legitimer Punkt, dass ich das so mache. Ich meine, Jugendarbeit findet ja auch in echt so statt, dass man Talente aussortiert und sagt, das ist ein Talent, den behalten wir und das ist kein Talent, den schicken wir weg und machen Platz für neue Talente. So, die B-Jugend, die wird langsam, wie soll ich sagen, die B-Jugend wird immer besser. Die A-Jugend, die lässt zu wünschen übrig.
Der Wilke, der müsste mal ein bisschen besser in den Tritt kommen. Was macht eigentlich der hier? Der ist verletzt und kann wieder. So, machen wir es einfach so. Erste Mannschaft. Sieht alles gut aus. Ablöse für den wurde akzeptiert. Da zahlen wir 9 Millionen, wenn er wechselt. Tja. Und das war's dann auch schon im heutigen Part. Deshalb sage ich an der Stelle nach geschlagenen 25, fast 26 Minuten, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Morgen machen wir hier unseren Kick gegen den TSV Havelse 1912 und dann geht hier die Saison richtig los und wir haben auf dem Transfermarkt noch ein paar Abschlüsse zu tätigen. Wir haben hier noch ein paar Spielchen zu spielen und die Saison hat noch nicht richtig gestartet und deshalb seid morgen dabei bei der Saisoneröffnung, wenn wir unseren DFB-Pokal spielen. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut. Bye, bye.